von Text 21. Am 10. April fand im Jüdischen Museum Wien eine Lesung aus Reinhold Eckfelds Letzte Monate in Wien, Aufzeichnungen aus dem australischen Internierungslager 1940-41 statt. Nachdem Hitler unter Bejubelung der österreichischen Bevölkerungsmehrheit im März 1938 den Anschluss vollzog, wurden auch am Döblinger Bundesgymnasium 104 Schüler, die nach den Nürnberger Gesetzen als jüdisch galten, vertrieben. Dem Schüler Reinhold Eckfeld gelang die ersehnte Flucht aus der deutsch-österreichischen Hölle. 60 Jahre später. Schülerinnen und deren Geschichtelehrer Martin Christ desselben Gymnasiums initiieren ein Projekt, welches die Vergangenheit der Schule zwischen 1938 und 1945 erforschte, die Namen der vertriebenen Schüler erfasste und versuchte, deren Leidens- und Lebenswege zu rekonstruieren. Eine Sendung von Mary Kreuzer. Die Gedenktafel am BG 19, die an das Unrecht erinnert, das den 104 Schülern damals widerfuhr, wurde am 29. April 1998, auf den Tag 60 Jahre danach, enthüllt. Die Schülerinnen hatten auch eine Ausstellung vorbereitet. Ein Jahr später erschien der Band »Vertreibungsschicksale – Jüdische Schüler eines Wiener Gymnasiums 1938 und ihre Lebenswege«. 11 Schülerinnen und ein Schüler recherchierten gemeinsam mit ihrem Lehrer Martin Christ nach den Spuren der Vertriebenen, kontaktierten jene, die der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen entkamen, und schrieben deren Lebenswege nieder. Erich Hackel schreibt im Vorwort jenes ersten Bandes: Es gibt zwei Arten scheinbar respektvollen Umgangs mit der Geschichte, die ich für unzulässig erachte. Die eine sieht, wie Konstantin Kaiser und Sieglinde Bohlbecher, die Herausgeber der Zeitschrift Mit der Ziehharmonika, geschrieben haben, den Holocaust als eine Frage der Betroffenen und ihrer Angehörigen an, die sich mit deren Ableben allmählich von selbst löse, deren unerledigter Rest den wissenschaftlichen Spezialisten und der jüdischen Gemeinschaft zugewiesen werden könne. Die Allgemeinheit, so unterstellen Einflüsterer wie Martin Walser, solle endlich wieder zum geordneten Betrieb der modernen Gesellschaft übergehen, der durch eine örtlich und zeitlich beschränkte Episode vorübergehend gestört gewesen sei. Propagandisten dieses Umgangs wollen von der Geschichte loskommen, die sie für vergangen halten. Sie wollen sich gemäß ihrem Jargon den Herausforderungen der Gegenwart stellen. Unbelastet von Mord und Todesangst, unbelastet auch von Unschuld, Aufruhr, Tapferkeit. Sie verwenden Begriffe wie Vergangenheitsbewältigung und Wiedergutmachung, stellen also etwas als vergangen hin, das nicht vergangen ist, und wollen etwas gut machen, das nicht gut zu machen ist. Nun erschien im Rahmen dieses Projektes ein weiteres Buch. Die Schülerinnen waren im Zuge ihrer Recherchen in Kontakt mit Reinhold Eckfeld getreten, auch er wurde 1938 vom BG 19 vertrieben. Nachdem es ihm gelang, nach England zu flüchten, wurde er 1940 als feindlicher Ausländer von den Briten nach Australien deportiert, wo er seinen nun veröffentlichten Bericht über seine letzten Monate in Wien verfasste. Nie dachte er daran, diesen zu veröffentlichen. Es erschien ihm angesichts des viel größeren Verbrechens, der Shoah, nicht wichtig, seine Erlebnisse mitzuteilen. Letztendlich ließ sich Eckfeld, der bis heute in Australien lebt und nie wieder nach Österreich zurückkam, von der Wichtigkeit seiner Erinnerungen überzeugen. Eckfeld gelang es, in seinem Bericht das hilflose Ausgeliefertsein, die vollkommene Entrechtung, die in der Nacht des Novemberpogroms herrschte, in Worte zu fassen, die die Leserin und den Leser auch heute nicht loslassen. Was diesen Bericht so wertvoll macht, ist Eckfelds genaue Beobachtung und schriftliche Festlegung von Begegnungen mit nationalsozialistischen Beamten, den Schikanen bei der Beschaffung aller Dokumente und Formulare, die für eine Emigration notwendig waren, und die exakte Schilderung von Gesprächen in den Schlangen vor den Schaltern, die die Verzweiflung der dort Wartenden widerspiegeln. Dass so gut wie alle, die diese Menschen quälten, Österreicherinnen und Österreicher waren, zeigt, wie brüchig
der nach 1945 vom offiziellen Österreich lange und heute wieder vertretene Mythos von Österreich als dem ersten Opfer der nationalsozialistischen Aggression war bzw. ist. Es liest Christoph Brückner: Die musikalische Untermalung der Buchpräsentation im Jüdischen Museum wurde von einem Quartett bestehend aus 4 ehemaligen und noch Schülerinnen des BG19 gestaltet. Wir hören das Concerto a Quattro, die Moll von Händel. Thank you.
Reinhold Eckfeldt, letzte Monate in Wien. Am Morgen des 10. November beschließe ich, zu meiner Tante, die damals Lannerstraße 23 wohnte, zu gehen. Wie ich die Lannerstraße weiter hinaufkomme, sehe ich an der rechten Straßenecke, dort wo ein roter Postkasten hängt, einen Trupp von Juden stehen, die von einigen SS-Männern bewacht werden. Einige SS-Männer gehen durch die Straßen in der Nähe. Ich merke, dass alle Passanten gefragt werden, ob sie Arier sind, und will mit festen Schritten und einen unbefangenen Blick auf die Leute auf der anderen Straßenseite werfend an der ganzen Sache vorbeigehen, um rasch ins Haus meiner Tante, das vielleicht nur mehr 40 Schritte entfernt ist, hineinzugelangen. Wie ich gerade wieder auf den Gehsteig hinauf will, pfeift einer. Ich drehe mich um, ein SS-Mann geht auf mich zu und fragt mich: Sind Sie Arier? Nein. Sind Sie Jude? Nach etwas Zögern: Nein. Ja, zum Teufel, was denn sind Sie? Ich bin Mischling. Ein anderer SS-Mann wendet sich zu dem, der mich angehalten hat, und fragt: Was ist los? Er sagt, er ist Mischling. Und zu mir: Haben Sie Dokumente bei sich? Nein, ich habe nichts bei mir. Stellen Sie sich mal dorthin. Ich stelle mich zu den anderen dazu, die dort an der niedrigen Mauer und am Zaun stehen, Hände in den Manteltaschen, da es kühl ist, und resigniert und stumm zusehen, wie weitere Passanten zur Ausweisleistung angehalten werden. Andere Trupps von SS-Leuten gehen von Haus zu Haus in dem Villenviertel und bringen die Juden heraus und uns und zu uns dazu. Ein SS-Bursche mit einem ordinären Gesicht stellt sich vor mich hin und fragt mich, was ich da überhaupt mache. Ich antworte, dass ich zu meiner Tante gehen wollte, worauf er irgendeine abfällige Bemerkung über die Tante macht. Und wie ich die Achseln zucke und so etwas sage wie: Naja, was soll ich machen? Da droht er mir ein paar Ohrfeigen an, dass mir die Brillen runterfallen, worauf ich dann Ruhe habe. Der Anführer der SS-Gruppe, anscheinend ein Student im Trenchcoat, kommt und sagt, es wären jetzt genug, sie könnten jetzt abmarschieren. Wir marschieren in zweier Reihen ab. Unterwegs werde ich angerufen, die Hände aus den Taschen zu geben. So trotten wir zu zweit dahin. Passanten drehen sich neugierig nach uns um. Manche machen zueinander ironische Bemerkungen über uns. Vor dem Kommissariat stehen bereits mehr Menschen, die interessiert zusehen, wie wir eingeliefert werden. Es ist 10:30 Uhr. Wir werden in den ersten Stock des Gebäudes hinaufgebracht und dort werden zweimal in verschiedenen Räumen von Polizeibeamten unsere Personalien aufgenommen, beim zweiten Mal auf einer Schreibmaschine. Dann werden wir in einen Raum ins Erdgeschoss hinuntergeführt, wo ein Polizeibeamter uns Messer, Nagelfeilen, Spiegel etc. abverlangt. Ich habe nichts derartiges bei mir. Später kommt ein Polizeiarzt in den Raum, er ist in brauner Uniform, und untersucht diejenigen, die sich als schwer krank melden. Der frühere Polizeiarzt, ein Jude, soll von seinen eigenen Kollegen verhaftet und jetzt eingesperrt sein. Ein älterer Mann wird entlassen. Es kommen fortwährend weitere Trupps von eingelieferten Juden an, die dieselben Prozeduren wie wir zu durchlaufen haben. Während wir stehen und warten, kommen Polizeibeamte in den Raum, zählen uns. Um ungefähr 12 Uhr kommen wir in einen, bis auf einen schwarzen, kleinen, ungeheizten Ofen, leeren Raum. Ich hatte einige Angst, dass man mir meine Uhr und eventuell auch mein bisschen Geld abnehmen würde. Das geschah jedoch nicht. Da sich der Hunger schon lebhaft bemerkbar machte, hole ich mein Butterbrot mit Wurst hervor. Um 12:30 Uhr führt man uns partienweise, zu sechst ungefähr, in den zweiten Stock hinauf, wo wir von Beamten einzeln verhört werden sollen. Ich bin froh, nach diesem stundenlang Stehen endlich wieder auf einige Minuten auf einer Bank sitzen zu können. Nach einer Viertelstunde des Wartens wird Mittagszeit gemacht. Ein Detektiv in Zivil erzählt laut jemand anderem, dass Befehl gegeben war, alle männlichen Juden Wiens zu verhaften. Worauf ich überlege, dass das ungefähr 80.000, nämlich im haftfähigen Alter, sein müssten, für die alle sie ja doch keine Unterkunftsmöglichkeiten haben würden und sie ja doch die meisten von uns wieder freilassen müssten. Die Verhöre werden wieder aufgenommen. Einer der verhörenden Polizeibeamten, Dr. B., kommt stets selbst zur Tür und ruft: Der nächste Jud. Man sieht ihm deutlich an, dass ihm diese Beschäftigung eine sadistische Freude macht.
Auch ich komme zu ihm hinein, setze mich und das Verhör kann beginnen. Bei der Nennung meines Namens wird er stutzig, da er meine Mutter vom Sehen her kennt und er beginnt im Ton etwas weniger roh zu werden. Und wie steht es mit den Parteien, ist seine erste Frage. Ich werde daraus nicht recht klug, was er damit meint, überlege, ob er vielleicht ein politisches Exposé hören will, bis er klarer herausrückt, bei welcher Partei warst du Mitglied? Bei keiner. Aber bei der Vaterländischen Front wirst du doch zumindest gewesen sein. Nein, war ich nicht. Auch nicht beim österreichischen Jungvolk? Nein. Darauf folgt eine größere Anzahl von Fragen über Eigentum, Vermögen, Grundbesitz, Vorstrafen, Geschlechtskrankheiten, Rasse etc. etc., die er alle schriftlich niederlegt. Aber bei einer Hure wirst du doch zumindest mal nachgeschaut haben. Nein, ich habe noch nicht einmal ein Mädel geküsst. Also, da muss ich schon sagen, in deinem Alter war ich etwas tüchtiger. Nach Schluss des Verhörs lese ich das Protokoll des Verhörs durch und unterschreibe es. Wie er mir erklärt hat, bin ich Untersuchungshäftling. Es geht wieder hinunter ins Erdgeschoss, es ist 4 Uhr und dort bleiben wir dann den ganzen Nachmittag. Man ist bereits sehr, sehr müde, hungrig, fühlt sich vom langen Stehen und Warten matt und niedergeschlagen, lehnt sich gegen die Wand oder setzt sich auf den Fußboden hin. Durchs Fenster sieht man auf dem gegenüberliegenden Gehsteig Leute stehen, die alle zu uns herüberschauen. Auf vielen Gesichtern ist Schadenfreude, Neugierde, Sensationslust und Freude zu sehen, dass wieder mal was los ist. Ungefähr um 8:30 beginnen Lastautos vorzufahren, mit denen die Schutzhäftlinge abtransportiert werden. Gegen 9:30 kommt ein SS-Verfügungstruppenmann in den Raum, in dem wir uns befinden. Wie er die Schwelle übertritt, gibt er dem ihm zunächst Stehenden, einem schwächlichen Mann von ungefähr 50 Jahren, einen Fußtritt mit seinem Stiefel, dass der Mann durch den Raum fliegt. Es tritt sofort Totenstille ein. Alles weicht vor der Tür zurück. Die auf dem Boden sitzen, springen rasch auf. Alles ist stumm. Der SS-Verfügungstruppenmann trägt Stahlhelm, Mantel, Bajonett an der Seite, Röhrenstiefel. Er ist ziemlich groß, stark gebaut, hat ein brutales Gesicht. Er schreitet in den Raum, brüllt, schnuppert in der Luft, fragt, wer geraucht hat. Es meldet sich einer, er brüllt ihn an, schlägt ihn, befiehlt ihm als Strafe, Kniebeugen zu machen, lässt ihn später sich mit dem Gesicht zur Wand stellen, Hände hochheben und die Finger strecken und zusammenziehen, strecken und zusammenziehen und so fort und so fort. Er wendet sich einem anderen zu, der mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt steht, zieht ihn hervor, ohrfeigt ihn, brüllt. Er versetzt einem anderen, der bei der Tür steht, 2 Ohrfeigen, sodass er, der stramm zu stehen bemüht ist, umkippt und seine Wangen röten sich. Auch der muss Kniebeugen machen, die der Betreffende sehr stramm macht. Er fragt ihn höhnisch, warst wohl schon mal in Dachau, eh? Daraufhin geht er dann umher, sieht sich den einen oder anderen ganz scharf an, tritt nah an sie heran, als ob er sie jeden Moment schlagen wollte und lächelt so sadistisch, wie ich es noch nie von einem Menschen gesehen habe. Der Mann, der mit erhobenem Armen an der Wand steht, dreht den Kopf herum und keucht mit rotem Kopf, er könne nicht mehr, er sei herzleidend. Woraufhin das Biest nur anbrüllt, weitermachen. Nach einigen Minuten schnappt er dann, einstellen und geht. Ich selbst hatte rückwärts gestanden, jedoch es vermieden, mich hinter meinem Vordermann zu verstecken, um nicht etwa seiner Wut und seinem schweinischen Sadismus ein Ziel zu geben. Sobald er gegangen und außer Sicht ist, wagen wir es aufzuatmen. Ich bemerke zu einem, der neben mir steht, das ist der nackte Terror. Wir wagen es jetzt nur noch gedämpft zu sprechen und denken nicht etwa daran, etwa Zigaretten zu rauchen. Ja, dann ungefähr um 10:45 wird der Reinhold Eckfeldt dann auf einen Lastwagen verladen und zusammen mit anderen in die Pramergasse 15 in die Polizeireitschule gebracht. Draußen hört man ein Stimmengewirr. Der Wagen fährt noch einige Meter weit und hält dann endgültig. Von den Schreien verstehe ich einen. Jetzt werden's plombiert. Der Verschlag geht herunter, die beiden SS-Verfügungstruppenmänner springen herunter und das Ende des Wagens bildet sich schnell ein Halbkreis, der nach dem Tor des Gebäudes zu einen Gang offen lässt, der von Polizei, SS etc. gesäumt ist. Man ruft uns zu, schnell, schnell, raus, raus, Laufschritt, Laufschritt, brüllt man uns entgegen. Wir laufen nun zuerst durch einen erleuchteten Hausflur, gesäumt von Uniformträgern, werden weitergetrieben über einen Hof, man schlägt von beiden Seiten auf uns ein. Einer nach dem anderen von diesen Biestern, die links und rechts stehen, versetzen uns Schläge. Dritte versuchen uns zum Fallen zu bringen und dann zu treten. Man hört das unterdrückte Schreien der Geschlagenen,
das Klappern der Schuhe auf den Steinen des Hofes, hinten im Hausflur die dumpfen Schläge, die auf die Leidensgenossen niederfahren. Ich erhalte Schläge auf die Arme, die ich schützend vor meinen Kopf und meine Brille halte, und Schläge in den Rücken. Ich sehe nichts und weiß nicht, woher sie kommen. Ich spüre sie nur etwas gedämpft durch den Wintermantel, den ich trage. Ich werde durch sie hin und her gestoßen und stolpere und laufe nur immer vorwärts. Wie ich in der Mitte des Hofes bin, erhalte ich plötzlich einen starken Schlag mitten auf die Nase und das Blut rinnt sofort hinunter. Wir kommen durch ein zweites großes Tor in eine riesige Halle, in der schon Hunderte unserer Leidensgefährten versammelt in Schweigen stehen. Wir stellen uns in zweier Reihen auf. Einer der dort kommandierenden Polizeioffiziere hält eine Liste in der Hand und ruft unseren Namen einzeln auf. Ich stille das Blut, das von meiner Nase läuft, mit Hilfe von zwei Taschentüchern, die beide total vom Blut durchnässt werden. In diesen kurzen Augenblicken, wie ich in der Mitte des Saales stehe und über die Köpfe der Wachen und der Schicksalsgefährten hinweg auf das Bildnis Hitlers und die Hakenkreuzflaggen sehe, da kommt es mir plötzlich ganz klar zu Bewusstsein, wie schrecklich es sein muss, nicht nur Soldat im Krieg, sondern auch Kriegsgefangene zu sein. Und wie unendlich wichtig und notwendig es ist, für den Frieden zu kämpfen und zu wirken. In dem Moment, in dem ich da stand, mit einem blutbefleckten Taschentuch gegen die Nase drückend, fühlte ich mich auch irgendwie erleichtert. Und ein Gefühl der Entspannung überkam mich. Der seelische Vorgang dabei musste etwa der sein. Den ganzen Tag stand ich im Bezirkspolizeikommissariat wartend, was da kommen würde, was geschehen würde, mich hunderten Mutmaßungen hingebend. Dann kam der Schub per Lastwagen. Wohin würde er uns bringen? Dann kam diese letzte Belastung der Nerven durch die Prügelgasse. Nun habe ich auch das hinter mir. Ich wurde geschlagen. Ich blute. Das heißt so viel wie, ich habe bereits meinen Teil erhalten. Und wenn jetzt noch Schläge und Hiebe niedersausen, so werden sie jetzt die anderen treffen, die noch nicht dran waren. Aber du hast es hinter dir. Es war dieses Erleichterungsgefühl, das ein Kind fühlt, nachdem es gescholten wurde, dass nun alles vorbei ist, nachdem es den ganzen Tag vor dem Augenblick der Strafe gezittert und sich gefürchtet hat. Ja, es überkam mich sogar Stolz, zu denen zu gehören, deren Blut floss als Zeugnis der Unmenschlichkeit, des Rückschrittes und der Barbarei des nationalsozialistischen Rassenwahns. Wir haben uns anschließend in zwei Reihen neben unsere anderen Kameraden zu stellen. Wir stehen an der Wand des Saales an der Längsseite, schief gegenüber dem großen Tor, durch das wir hereinkamen. An meinen Leidensgefährten sowie an mir sind deutlich die Spuren dieses Tages zu sehen. Ermattet stehen wir da, gebückt, mit dem Ausdruck der Müdigkeit, des Hungers und des verfolgten, gehetzten und gejagten Tieres in den Augen. Es liegt die Angst in diesem Blick, die ganze Ungewissheit des Schicksals, die die Juden Deutschlands nicht ruhig werden lässt, nicht schlafen lässt, nicht froh werden lässt, die jede Hoffnung im Keime erstickt, das Lächeln erstarrt und den Rücken krümmt, den Gashahn öffnet, den Strick um die Kehle zwängt und das Fenster zum Sprung in die Tiefe öffnet. Wirf einen Blick um dich. Da stehen sie alle, die Arme, die Kleider zerdrückt, die Schuhe verstaubt vom Sand der Arena, in der die reißenden Hunde zwischen den Reihen streifen, spähend, hassend, höhnend. Die Beulen auf Stirnen um Augen sind rot, blutig, die Lippen sind gequetscht, das Blut schmeckt eklig im Munde. Da links von dir, da hält sich einer an der Wand fest, bleich und zu Tode ermattet, da schwankt er und sinkt auf den sandigen Boden und liegt. Man bückt sich zu ihm nieder, stützt ihn auf, damit er sich gegen die Wand lehnen kann. Sein Gesicht ist gelb und fahl, kalter Schweiß steht auf seinem Gesicht, sein Mund steht offen, als ob die Muskeln der Wangen das Kinn nicht mehr halten könnten. Und er keucht. Er schließt die Augen, die Hände in den Sand vergraben, um sich zu stützen. Er rutscht und man lässt ihn liegen, da er sich so vielleicht doch wohler fühlt. Ich versuche, die Menge der Inhaftierten zu zählen. Ich zähle 50, merke die Länge der Gruppe, beginne weiter abzuschätzen. Es müssen jetzt ungefähr 1800 bis 2000 sein. Und diese Ziffer vermehrt sich ständig. Wie hast du diese Bestien in den schwarzen Uniformen? Mit Revolvertaschen an den Hüften, bereit, in dich hineinzuschießen, wenn du ihnen nicht mehr passt, wenn du dich rührst, wenn du es wagst, so wahnsinnig zu sein, dich zu wehren oder nicht zu gehorchen, wenn dir befohlen wird. Tiefstes Elend, eine solche wehrlose Kreatur zu sein. Auch wenn du doch irgendwo weit fort sein könntest, wo es Freiheit gibt, wo du atmen kannst, leben und lachen darfst. Ja, Reinhold Eckfeldt hatte
dann sozusagen Glück. Alle unter 18 und alle über 60-Jährigen, wozu er gehörte, wurden dann in den frühen Morgenstunden entlassen. Aber damit war es noch längst nicht vorbei für ihn. Für Auswanderung begann ich mich von dem Moment an heftigst zu interessieren, als der 10. November bei mir keinen Zweifel übrig gelassen hatte, dass ich gehen müsste, unter allen Umständen. Meine Wege, um die Papiere für die Auswanderung in Ordnung zu bringen, waren diese: Gildemeester, das Auswanderungsamt in der Wollzeile 7, wo man einen Großteil der Verfolgten Wiens traf, um mir sämtliche Formulare zu beschaffen. Dann kam der Weg aufs BPOKO, das Bezirkspolizeikommissariat, zur Ausfüllung der Anweisung auf einen Reisepass und Beglaubigung von 3 Passbildern. Dazu musste Tante Justi am nächsten Tag auch mit mir mitgehen. Es folgte dann ein Weg aufs magistratische Bezirksamt, 19. Bezirk, Gatterburggasse 14, Vormundschaftsbehörde, wo ich eine Bestätigung des Vaters zwecks Einwilligung zur Auswanderung wegen Minderjährigkeit vorlegen musste. Dann folgte ein Weg zum Wehrbezirkskommando 2 in der Hirschengasse zur ehemaligen Wiener Nazizentrale, dem Braunen Haus, wo ich auch sofort eine Bescheinigung erhielt, dass ich nicht dienstpflichtig sei. Es kamen noch weitere Wege zur Bezirkshauptmannschaft, Rathaus, letzteres wegen der Steuerunbedenklichkeitserklärung, Weg zur israelischen Kultusgemeinde, Bestätigung zwecks Vorlage bei der Militärbehörde. Mischling ersten Grades ist am 29. April 1938 aus dem Judentum ausgetreten. Beim Rathaus stoppte die ganze Sache wegen Spitalskostenschulden. Ich ging mit Mama hin, wir zeigten unser Mittellosigkeitszeugnis etc., Fürsorgekarte des Vaters vor und es gelang uns schließlich die Bescheinigung zu erhalten, dass gegen die Auswanderung hier amts keine Bedenken vorliegen. Nochmals Rathaus etc. und nach insgesamt 4 Wochen Vorbereitungen gelingt es uns am 28. April 1939 in der Zentralstelle für jüdische Auswanderung Prinz-Eugen-Straße um Pass und Steuerunbedenklichkeit einzureichen. Ja, mit mir steht es so, dass meine Steuerunbedenklichkeit am 12. August ablaufen wird und ich daher bis zum 12. August über der Grenze sein muss. Ich erkundige mich nun wegen der Verlängerung bei Gildemeester, wo man mir erklärt, dass man die innerhalb 24 Stunden von der Prinz-Eugen-Straße haben könnte, wenn man Visum und Fahrkarten hat. Ich habe nun, um die Gepäcksbewilligung einzureichen, was ich dann auch in der Devisenzentralstelle tue. Ich erkläre, dass meine Steuerunbedenklichkeit, die ich im Original beilege, schon in 9 Tagen abläuft und ersuche um Beschleunigung für meine Bewilligung für Handgepäck und Coupé-Koffer. Der Beamte schreibt dringend darauf und erklärt, ich werde es in einer Woche haben. Da ich befürchte, dass ich das Visum erst in ungefähr 14 Tagen erhalten werde und meine Steuerunbedenklichkeit bis dahin abgelaufen sein wird und eine Verlängerung immer nur auf wenige Tage in Betracht kommt, beschließe ich auf den Rat von Gildemeester, um eine zweite Steuerunbedenklichkeitserklärung auf weitere 3 Monate einzureichen. Der Beamte gibt mir aber auf jeden Fall den Rat, doch noch erst aufs Steueramt im Hotel Union zu gehen. Vielleicht gebe der Beamte mir eine neue Steuerunbedenklichkeit ohne weiteres, da ich doch schon eine von ihm hätte und es sich doch jetzt nur wegen der paar Wochen bis zur Ausreise handelte. Ich sehe ein, dass es zumindest des Versuches wert ist und ich will mich darum zu dem Mann begeben, um alles getan zu haben, was möglich ist. Um meine Steuerunbedenklichkeit verlängern zu lassen, muss ich sie mir erst wieder von der Mölkerbastei 3 zurückholen, was mir dann auch nach vielen Stunden Warten, Anstellen, viel Aufregung, Zittern und Zagen gelingt. Muss mich zuerst sehr lange in der Mölkerbastei 3 anstellen, komme dann zu einem brummigen, zornigen Beamten hinein, der mir erklärt, er könne für mich gar nichts tun. Man könne meinen Akt jetzt nicht heraussuchen. Das sei unmöglich. Und so weiter und so weiter. Ich verzweifle gelinde. Und schließlich sagt er mir, der Akt müsste wahrscheinlich im Zimmer 7 sein. Ich eile in Zimmer 7 und muss sehr lange im Vorraum warten. Ich sehe dort einen Beamten im weißen Rock, den ich schon von früher her kenne, trage ihm meinen Fall vor, schreibe meinen Namen auf und er sagt mir, ich soll warten, er wird meinen Akt und die Steuerunbedenklichkeitserklärung heraussuchen. Ich warte mit Beben im Herzen. Der Leiter der Abteilung erscheint wütend im Vorraum und schreit die eigenen Beamten an, dass sie es erlauben, dass so viele Juden mit Urgenzen etc. ins Büro hereingelassen werden. Er selbst schmeißt alle Parteien heraus und schlägt noch immer Krach. Ich stehe in einem Seitengang und drücke mich gegen die Wand, um so weit wie möglich der Aufmerksamkeit der Beamten zu entgehen. Und nach einigen bangen Minuten werde ich von den Beamten in den lichten großen Büroraum hereingerufen. Er sucht aus einer Mappe meinen Akt heraus, übergibt mir meine Steuerunbedenklichkeit und sagt mir davon, eine beglaubigte Abschrift machen zu lassen und diese Abschrift am kommenden Tage zu bringen, damit er sie dem Akt, Gepäcksliste etc. beilegen könne.
Ich erkläre, das tun zu wollen, sage, ich hätte nur wenig Erfahrung auf dem Gebiet und hätte daher die Originalurkunde beigelegt und gehe mit freudigem Herzen, dass auch diese gefährliche Klippe überwunden ist und ich wieder etwas durchgesetzt habe. Ja, schließlich nach vielem Hin und Her hat er es doch noch geschafft, die Ausreise zu beginnen. Fährt mit dem Zug über Würzburg, Nürnberg, Frankfurt bis zur Grenze. An der Grenzstation hatten wir noch größere Aufregungen mitzumachen, da alle Nicht-Ausländer mit ihrem Gepäck aussteigen mussten. Die Pässe wurden uns allen abgenommen und der Zug fuhr nur mit den Ausländern fort. Fürs Gepäck hatten wir unsere Bewilligungen noch nicht erhalten, sodass wir nur einige Garnituren Wäsche mitnehmen konnten. Trotzdem hatte jeder genug zu tragen. Ich hatte einen kolossal schweren Coupé-Koffer, zwei Aktentaschen, einen Gummimantel angezogen, einen Wintermantel am Arm, einen Regenschirm, einen Hut aufgesetzt, an den Füßen über die hohen Schuhe noch Galoschen. Es war zum Hinwerden. Ich möchte es nie wieder nochmal durchmachen. Da meine Steuerunbedenklichkeit bereits seit 12 Tagen abgelaufen war, befürchtete ich alles Mögliche und rechnete mit sieben bis 14 Tagen Arrest, bis die Sache wieder in Ordnung gebracht wäre. Schließlich fuhr ein neuer Zug vor, jedoch mit der Lokomotive am Ende, der wieder nach Deutschland zurückführte. Wir glaubten daher alle, wieder zurückgeschoben zu werden. Ja, und hier bricht der Bericht von Reinhard Eckfeldt dann ab, aber er ist dann eben nach England gekommen und von dort nach Australien dann weiter deportiert worden. Ja. Eckfeldt kann heute leider nicht anwesend sein, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann. Das ist irgendwie verständlich, er ist ja über 80 Jahre alt mittlerweile. Er lebt nach wie vor in Australien, in einem kleinen Vorort in der Nähe von Melbourne. Aber es ist mir eine große Freude, heute Herrn Auer hier begrüßen zu dürfen, der eine Zeit lang sozusagen denselben Weg hatte wie Reinhold Eckfeldt.
Herr Auer war ebenso wie Herr Eckfeld in der Gymnasiumstraße im 19. Bezirk in der Schule, soviel ich weiß, eine Klasse unter ihm. Und als erstes möchte ich ihn fragen, wie er diesen Ausschluss der jüdischen und als jüdisch geltenden Schüler am 29. April 1938 empfunden hat. Ja, wie empfindet man so etwas? Es war nicht überraschend. Wir haben es erwartet. Man hat es erwartet. Man hat sich gedacht, das wird passieren. Es war ja bei uns schon, interessanterweise schon vor Deutschland all dies. Ja? Und es wurde uns also mitgeteilt, dass wir die Schule zu verlassen haben, dass wir eine andere Schule zugewiesen bekommen. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, in der Wasergasse. Wir wurden in die Wasergasse geschickt. In der Wasergasse wurden also nur jüdische Klassen gemacht und dort begann nun ein Unterricht, von dem ich sah, dass er nicht gar keinen Sinn mehr hatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe festgestellt, da bleiben kann ich ohnehin nicht, da bleiben will ich nicht. Und wenn ich da bleibe, dann gibt es mich eh nicht mehr. Also ich will irgendeinen Hammer und eine Zange und eine Säge oder ähnliche Werkzeuge zu benutzen lernen, weil mir das Latein und Griechisch aus der Wasergasse und aus der Gymnasiumstraße wahrscheinlich nicht sehr helfen wird in meinem ferneren Leben, das ich mir nicht einmal so schön vorgestellt habe, wie es dann wurde. Und so bin ich zusammen mit einem Freund, haben wir eine Glaserei gefunden, in der wir dann Glaserei gelernt haben und Spiegel machen und Spiegelschleifen, Glasschleifen gelernt haben. Und das ging so bis zum 10. November. Am 10. November war es aus für uns, war es aus für mich, für meine Eltern. Also wir haben die Wohnung verloren, mussten die Wohnung verlassen innerhalb von einer Stunde. Ein Schulkollege, der zwar in meiner Klasse war, aber wesentlich älter, weil er wegen seiner Aktivitäten länger gebraucht hat, dieses Ziel zu erreichen. Und der Elektriker, der uns damals die Wohnung verkabelt hatte, die haben uns rausgeschmissen innerhalb einer Stunde. Und damit war eigentlich jede Hoffnung auf irgendeine geregelte weitere Tätigkeit und ein Verbleiben in Österreich aus. Ich hatte das Glück, einen Monat und eine Woche nach dem 10. November mit der Society of Friends nach England in einem Kindertransport gebracht zu werden. Ich habe mir also fast alle diese Rennereien, die der Eckfeld so schön in seinem Buch beschreibt, all die Frustrationen, all das erspart, denn das wurde alles von den Schokoladedamen Roundtree und Cadbury, ja, die beide Quäker waren, ja, Quäkerfamilien waren, erledigt, ja, und wir kamen in einen Zug, nachdem ich schon 16 Jahre und 6 Monate alt war, wäre ich mit dem Kindertransport nicht mehr mitgekommen, weil ich ja da kein Kind mehr war. Und so bin ich als Aufsichtsperson da mitgekommen, wobei ich gestehen muss, dass ich meine Aufsichtspflichten, glaube ich, so wie alle anderen, die da als Aufsichtsperson mitgenommen wurden, sehr schlecht erledigt habe, weil ich eigentlich nicht gewusst habe, wie mir ist. Wie es schon ist, wenn man am Ende eines Bahnsteigs von seinen Eltern Abschied nimmt und weiß, man wird sie nicht mehr wiedersehen. Die Hoffnung, sie wiederzusehen, war sehr gering. Meine Mutter war sehr krank, mein Vater war ziemlich alt und er hat gesagt, was soll ich draußen machen in einem anderen Land, ich kann nicht mehr arbeiten, ja, ja, ich hat alles keinen Sinn, wir bleiben da und haben unser Schicksal. Also sind dann in diesem Zug gewesen, es war ein versiegelter Zug, wir sind über Deutschland nach Holland gefahren, an der holländischen Grenze war, dann wurde das Siegel abgenommen, es kamen eher kräftige Holländerinnen herein
mit Kuchen, Kaffee, Milch und weiß ich was allem, Kakao, ja, und ein neues Leben begann. Ich werde diese Frau nie vergessen. Und dann ging es also nach England. Gott, dann war ich bei einer wunderbaren Familie, einer englischen, die mich aufgenommen haben. Ich hatte eine Tischler, so eine Landtischlehre mit Sargmachen und allem, was da gehört. Ich kann es jedem empfehlen, es ist ein konjunkturunempfindlicher Beruf. Und habe ich da gehabt, bis dann ein Tages zur Zeit von, also es kam dann der Krieg, ich wurde x-mal von Tribunals, Tribunalen geprüft auf meine Anti-Nazi-Gesinnung, immer wieder bestätigt. Und an einem schönen Tag, es war gerade die Zeit von den Kirchen, da kam dann Polizei zu uns ins Haus in der Früh. Es war irgendeine Feier, ich glaube, es war so gegen Pfingst, oder es war ein Sonntag. Ich hatte noch am Tag vorher in der Polizeistation die Verdunklung gemacht. Das war an der Ostküste ein Badeort, ja, der heute der größte Containerhafen von England ist. Und er hat dort an der Polizeistation gearbeitet, die Verdunklung wieder repariert. Und ich kam rein, da sag ich, was ist die Verdunklung nicht in Ordnung? Nein, nein, die ist gut, hast schön gemacht. Für dich ist jetzt ein bisschen Verdunklung, aber in 3 Tagen bist du wieder da. Nein, mein Kofferl gepackt für 3 Tage. Und so bin ich gegangen und nach 8 Jahren wiedergekommen. Ja, Sie haben schon einen zeitlichen Sprung gemacht, bis ins Jahr 1940, zu diesem Ereignis, das in Großbritannien stattgefunden hat, wo im Anschluss an den Krieg, an den erfolgreichen Krieg leider, gegen Frankreich in Großbritannien so eine Art Hysterie ausgebrochen ist und ausnahmslos alle feindlichen Ausländer, wie man es genannt hat, interniert wurden, egal ob sie Nazi-Gegner waren, wie der Herr Auer und wie auch der Herr Eckfeld, oder ob sie wirklich Nationalsozialisten waren. Und die Gefängnisse wurden dann in Großbritannien zu klein. Man hat dann sehr viele dieser Internierten auf die Isle of Man gebracht. Und auch dort ist es zu eng geworden. Und dann hat die britische Regierung eben die Überlegung gehabt, man muss Internierte in die Dominions bringen, nach Kanada und nach Australien. Und sowohl Herr Eckfeld als auch der Herr Auer sind nach Australien gekommen. Und zwar auf diesem, muss ich leider sagen, berühmt-berüchtigten Deportationsschiff der Donera. Und vielleicht können Sie darüber auch etwas sagen. Ja, also es war natürlich alles ein bisschen rätselhaft, alles ein bisschen mit den Geheimnissen, also the secrets because of wartime und so weiter umgeben. Wir wurden gefragt, wir waren in Hythe, das war bei vorhin von Liverpool, wer sich freiwillig auf die Isle of Man meldet. Naja gut, ich wusste, auf der Isle of Man ist ein Tribunal, das prüft und wieder segregiert. Und die Freunde der Alliierten können, also die keine Nazis sind und keine Nazi-Sympathisanten, können dann entweder in die Armee gehen oder in die Kriegsindustrie oder das machen, was sie vorher gemacht haben. Haben wir so gemeldet. Nun, und da wurden wir dann zusammengefangen und sind da nach Liverpool gewandert und kamen in den Hafen auf ein Schiff. Es ist mir ein bisschen groß vorgekommen, nachdem ich von Felix daher, da ist der Hafen Harwich, da sind die Schiffe nach Holland gefahren und so, Schiffe ungefähr kannte, wie groß so ein Schiff ist, das auf die Isle of Man fährt. Ich habe mir gedacht, das ist ein sehr großes Schiff für die Isle of Man. Und da sind wir losgefahren und sind erst einmal bitte über die irische See gefahren und dann nördlich. Und dann war ein wundervoller Sturm natürlich, wie es sich in der irischen See gehört. Ja, wir sind auf diesem Schiff sehr elegant gefahren. Wir waren nämlich doppelt überbelegt. Das war für 2000, ein Truppentransporter, für nicht ganz 2000 Leute. Wir waren 4000. Wir haben eine Wachmannschaft gehabt, die uns schon zur Begrüßung einmal alles abgenommen hat. Und was sie nicht brauchen konnten, haben sie ins Meer geschmissen. Ja, bitte, ich hatte nur das kleine Kofferl. Ich hatte es auch nicht versperrt. Sie brauchten gar nicht mit dem Bajonett aufschlitzen. Sie konnten es aufmachen, haben so über die Reling gehalten und die Geschichte war erledigt. So sind wir also am Ende in Australien gelandet und da hat uns so eine
Home Guard, so alte Reservisten aus dem Ersten Weltkrieg, sehr nette alte so Bauern und so weiter, Landarbeiter waren das Wesentliche, empfangen. Ja, und haben Riesenangst gehabt vor uns. Wir haben das nicht verstanden, aber bitte. Auf einmal kamen dann auch über die Treppe herunter eine Gruppe von orthodoxen Juden, die in London gelebt haben, schon seit Jahrzehnten und nicht wussten, dass sie Polen sind, sondern gemeint haben, sie sind Engländer. Sie haben sich nie um die Einreisepapiere gekümmert und nachdem Polen besetzt war, waren sie feindliche Ausländer und wurden auch abgeschoben. Und die kamen da herunter und die Australier, die noch nie einen orthodoxen Juden im Kaftan und mit dem Hut und so weiter gesehen hatten, haben gefragt, was ist das? Sind das auch Parachutists? Also Fallschirmspringer. Die sagt mir so, was heißt Fallschirmspringer? Ja? Bitte, das habe ich nicht erfunden, das ist dokumentiert. Ja? Man hat uns, Australien hatte sich nämlich den Engländern gegenüber geweigert, nicht gefährliche Leute anzunehmen. Sie waren nur bereit, gefährliche Kriegsgefangene anzunehmen und Fifth Columnists, also Geheimdienstleute und so weiter, nicht irgendwelche Refugees, nicht irgendwelche Internees und so weiter. Ja, sie hatten ja sehr strenge, Australien hatte unerhört strenge Einwanderungsbestimmungen und daraufhin hat man uns als Fallschirmtruppen ausgegeben. Nun natürlich, also man muss bedenken, wir sind 10 oder 14 Wochen, glaube ich, gefahren und die orthodoxen Juden haben sich an die Essensregeln gehalten. Das heißt, sie haben im Wesentlichen von Wasser und Schiffszwieback gelebt. Ja? Sie haben fast nichts anderes gegessen. Bitte, manche von den jungen Burschen sind in der Nacht in die Küche gekommen und ich habe ihnen was nicht Koscheres gegeben. Ja? Aber die haben also sich daran gehalten. Die sind ja mehr auf allen Vieren als aufrecht da heruntergekommen. Ja? Und das waren also die Parachutists. Und daraufhin wurde das aufgeklärt, worauf die Australier sich sofort verwandelt haben. Die Australier haben sich, die Wachmannschaften und so weiter, haben sich hervorragend verhalten. Ja? Haben sofort also bemerkt, dass wir nicht das sind, wofür man uns ausgegeben hat. Während in Melbourne im Stadion die Bewachungsmannschaft in einem Volksfest gefeiert wurde, was für unheimlich gefährliche Menschen sie da abgeliefert hatten. Ja, das gibt's alles, ist alles dokumentiert und belegt. Es gibt mehrere Bücher darüber. Es wurde dann auch ein Fernsehserial darüber gedreht. Ja, so ein Halbdokumentar mit Schauspielern, die also Dinge nachgestellt haben natürlich. Ja, manche Sachen mit Presseaufnahmen, ja, das war ja eine große Ankunft, diese ganzen Parachutists. Da waren ja die Zeitungsfotografen da und Wochenschau und so weiter. Waldemar Eckfeldt, der um 6 Jahre ältere Bruder Reinhold Eckfeldts, hatte bis zum Ausschluss der jüdisch und als jüdisch geltenden Studenten von den Universitäten Medizin studiert. Bei Kriegsbeginn wurde er ebenso wie sein Bruder interniert und mit eben jenem berüchtigten Deportationsschiff Dunera nach Australien deportiert. Als er im Hafen von Melbourne einen Fluchtversuch unternahm, wurde er am Landungsplatz und später auf dem Schiff so schwer geschlagen, dass ihn sein Bruder, der ihn erst am darauffolgenden Tag sehen durfte, nur an seinen Haaren wiedererkannte. Waldemar Eckfeldt blieb nach dem Ende der Internierung in Australien depressiv, da es ihm nicht gelang, einen Beruf auszuüben, der mit seinem früheren Studium der Medizin zu tun hatte. Nach einem ersten gescheiterten Selbstmordversuch stürzte er sich am 7. Dezember 1959 aus dem 25. Stockwerk eines Hochhauses in Melbourne. Herr Auer und Reinhold Eckfeldt traten später in die australische Armee ein. Während Eckfeldt nie mehr in das Land, das ihn vertrieb, zurückkehrte, trat Herr Auer die Rückreise nach Österreich an. Ich muss das noch dazu erklären. Wir waren da also interniert in Australien und bevor wir in die Armee kamen, kam ein englischer Offizier, ein Major Layton. Ich glaube, er war auch von der jüdischen Kultusgemeinde irgendwie von England irgendwie auch
verwandelt und kam da und hat diese ganzen Sachen geregelt, hat einmal geklärt, wer ist da was, ja? Weil also die Australier haben dann um Hilfe gerufen, weil sie sich nicht mehr ausgekannt haben. Ja? Es waren ja auch nicht nur, es waren ja auch echte schwere Nazis dabei. Wir sind mit dem Orient Express nach Wien gefahren. Ja? Der ist ja 3 Tage gefahren, das war ganz angenehm. Und ich komme also da zusammen mit einem Freund, der vor mir dran war, da durch bei diesem Beamten vom Joint, um das Geld zu kriegen oder die Fahrkarte. Und er fragt mich, woher kommen Sie? Ich sage ihm, aus Australien. Wohin wollen Sie? Nach Wien. Darauf schaut er mich starr an, springt auf, rennt in das nächste Zimmer. Und mein Freund hat mir dann gesagt, was er gesagt hat, sagt er, du, Jankele, bei mir ist er Michiganer. Haben wir 300 Juden da kommen aus Wien und wollen nach Australien. Er kommt aus Australien und will nach. Ich weiß nicht, so Unrecht hatte der nicht. Aber das weiß ich erst jetzt. Ja, also ich bin dann nach Wien gekommen. Der Empfang hat sich in Grenzen gehalten, die Freude hat sich in Grenzen gehalten über die Rückkehr. Ich habe dann in einem Vorraum von einem Vorzimmer, von einem Antichambre, von einem Entree-Raum im Mayer-Theresianischen Schlössl in der Lange Gasse, wo jetzt der Landesinvalidenverband ist, gewohnt, ungeheizt natürlich und klar, aber bitte, das war allgemein in Wien so. Und dann irgendwie, naja, hat man sich hat man sich wieder terrappelt und es ging wieder aufwärts und man hatte eine Arbeit gefunden. Ich bin noch ein bisschen herumgeschupft in Österreich worden. Man hat eine Arbeit gefunden und hat einen Aufstieg, soweit es einen gab, gemacht. Ich weiß nicht, ob mein Beruf ein Abstieg von der Sargtischlerei ist oder ein Aufstieg, aber ich bin Journalist. Bis jetzt noch.
Beide Bücher, sowohl Vertreibungsschicksale, jüdische Schüler eines Wiener Gymnasiums 1938 und ihre Lebenswege, von Martin Christ 2001 publiziert, sowie Reinhold Eckfelds Letzte Monate in Wien, ebenfalls von Christ 2002 herausgegeben, erschienen im Wiener Thuria und Kant Verlag. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.